Europas größtes Blasmusikfestival, die Mid Europe, gastiert derzeit in den österreichischen Tourismusorten Schladming und Haus. Bereits zum 16. Mal begeistern die 30 Orchester mit mehr als 2000 Blasmusikern aus 10 Nationen die Urlaubsregion mit symphonischen sowie volkstümlichen Klängen. Der künstlerische Leiter, Professor Johann Mösenbichler, erklärte die Besonderheiten der Großveranstaltung. Musikerinnen und Musiker aus 12 Nationen kommen eine Woche zusammen, um miteinander zu arbeiten, ohne sprachliche Barrieren, nur mit den Verbindungsmitteln der Musik. Das ist wirklich ein wesentlicher Höhepunkt und auch ein wesentlicher und ganz zentraler Bestandteil von Mid Europe 2013. Das Weltjugendblasorchesterprojekt lockt jedes Jahr auch zig internationale Jungmusikanten zum Proben und Musizieren nach Schladming. Ein besonderes Highlight für die 60 Jugendlichen aus 10 Nationen war dieses Jahr die Exkursion zum Dachstein mit der Begehung der neu errichteten und höchsten Hängebrücke Österreichs. Die Jungmusikerinnen und Musiker nutzten den beeindruckenden Ort auch gleich für Grußbotschaften in die Heimat. G'day Australia, best wishes from Schladming, Mid-Europe. Hallo South Tirol, ein schönen Gruß in alle von der Mid-Europe und von Weibop in Schladming in Österreich. Konnichiwa, Japan. Suisougaku no Saiten, Mid-Europe, yokoso. Ein weiterer Höhepunkt der Mid-Europe war das mitreißende Konzert der weit bekannten Big Band der Deutschen Bundeswehr im Kongress in Schladming sowie die Marschshow im Stadion des WM-Berges Planei, bei welcher unter anderem die Militärmusik Vorarlberg mit ihren rund 60 Musikern Formationen zum Besten gab. Die lange Nacht am Donnerstag mit unzähligen kostenlosen Freiluftkonzerten, einer Modenschau sowie kulinarischen Köstlichkeiten vereinten Nationen und Traditionen. Tourismus und Gemeinde zeigten sich stolz und sichtlich zufrieden. Wir als Tourismusverband bzw. Stadtgemeinde Schladming und auch die Gemeinde Haus im Enster, die wir also auch ein wesentlicher Partner sind, sind sehr glücklich, dass wir diese Veranstaltung hier in der Region Schladming-Dachstein durchführen können. Im Rahmen des größten Blasmusikfestivals Europas können auch bis Sonntag, 14. Juli, Konzerte, Ausstellungen und Workshops in Schladming und Haus besucht werden.